Hallo, wir sind das Sound of Cyber Team und wir wollen euch heute unser neuestes Projekt, die Sound of Cyber Website, vorstellen. So, was ist Sound of Cyber überhaupt? Sound of Cyber ist ein Projekt, in dem es um sogenannte Sonifikation geht. Das ist anders als Visualisierung, wo es um visuell, also um Bilder geht, geht es hier um Sound, also um Geräusche und in dem Fall halt bei uns um Musik. Wir wollten das nutzen, weil es eine andere Möglichkeit ist, Daten darzustellen und dadurch auch Interesse vielleicht wecken kann, wo es einen Graph oder ein Bild in irgendeinem Sinne dann nicht kann. Was man hier sieht, ist unsere Pipeline. Das ist das, womit wir unser System aufgebaut ist. Zuerst generieren wir einen sogenannten Netzwerkgraphen. Das ist im Endeffekt einfach nur die Regeln, wie wir aus den Daten Musik machen. Das kann jeder User sich selbst überlegen, damit jeder individuelle Musik haben kann. Ja, wir fragen aktuell eine API mit den aktuellen Corona-Infizierten ab und daraus bekommen wir dann JSON-Code, was dann zu den Tönen umgewandelt wird. Ja, diese Daten, die von der API rausfallen, müssen dann erstmal verarbeitet werden und das machen wir mit Python im Backend. Genau, unsere Website wird dann auf einem ebenfalls in Python geschriebenen Flask-Server gehostet. Flask ist eine Webserver-Bibliothek und dieser sendet dann die Musikdaten des Backends, die aufbereitet wurden, an das JavaScript-Frontend. Genau, und diese Daten sind Zahlen und die wandeln wir dann in Frequenzen der Töne und in die Länge der Töne um. Und über JavaScript wird dann beim Nutzer eine Tonfolge ausgegeben. So, zu unseren Zielen. Unser Ziel war hauptsächlich zunächst Musik zu erstellen, die individuell zusammensetzbar ist, durch möglichst viele verschiedene Datentypen. Und wir wollten dabei die API-Belastung möglichst reduzieren, ein intuitives Design erstellen und einen bugfreien Code natürlich haben. Okay, jetzt kommen wir zur Demo. Und zwar haben wir, das ist unsere temporäre Webseite momentan. Wir können hier den Audio-Stream dann starten und der hört sich dann so an. Und wir wollten eigentlich dann noch einen Input machen, aber hatten wir zeitlich nicht mehr geschafft. Aber wir können ja zum Beispiel auch haben wir gemacht, dass wir Mario-Musik abspielen können. Genau, das war's eigentlich. Und wir wollen uns auch nochmal bei unseren Mentoren bedanken.